first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit eurem lieben Schattenwolf. Wie ihr sehen könnt, ich möchte mit euch gerne Conan Exiles spielen. Ja, was ist Conan Exiles? Ja, Conan Exiles ist im Prinzip beispielsweise wie Ark. Ark spielt ja mit Dinosauriern und Conan Exiles spielt im Prinzip zur Zeit von Conan dem Barbaren. Ihr wisst ja schon, den guten Mann, den wir aus den 80er Jahren kennen, Arnold Schwarzenegger in seiner ersten großen Rolle als Conan, der Zerstörer. Und auf den Film basiert eigentlich auch relativ gut das Spiel mit. Beispielsweise, wir haben aus einige Requisit, ich hasse dieses Wort, ich gebe es auf. Beispielsweise einige Objekte können wir auch direkt eins zu eins hier im Spiel nachher übernehmen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal, was wir alles hier machen können. Wir hätten hier einmal den Einzel- und Koop-Spieler-Modus. Dann haben wir den Online-Modus, den wir natürlich spielen werden. Wir werden natürlich ein PvE-Spiel machen, da ich ja nicht so der Freund von PvP bin. Und da haben wir zufälligerweise auch schon unseren Hauptserver, nämlich Nordseekonen. Wenn ihr uns ja schon etwas länger verfolgt, wisst ihr ja, dass unsere Server allgemein immer irgendwie was mit Nordsee heißen. Wir hatten früher Nordsee Ark, wir hatten Nordsee Conan in der Pre-Alpha, beziehungsweise in der Pre-Beta. Dann hatten wir Nordsee Avorion, hatten wir auch noch. Und ihr könnt natürlich mitspielen, wie ihr sehen könnt, es ist ein 10-Spieler-Slot, den kann ich natürlich auch gerne erweitern, wenn es Interesse daran besteht. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, findet ihr natürlich das Passwort und die IP des Servers, wie immer unten in den Videobeschreibungen. Der Server ist von uns wieder aufgesetzt worden, ich habe da derzeit keinen Charakter drauf. Der ist sozusagen mit dem Release haben wir den Server resettet und seitdem habe ich ehrlich gesagt auf unserem Server nicht mehr gespielt. Ich war auf einem anderen Server eingeladen von einem Division-Spieler und da haben wir halt auch ein bisschen gespielt und ich möchte euch hier mit euch jetzt natürlich gerne auch Nordseekonen mitspielen. Ich hoffe, dass Barock auch in naher Zukunft noch dazu stoßen wird. Ich versuche ihn dazu zu überreden, aber jetzt connecten wir erstmal. Wie ihr sehen könnt, das Passwort ist ein bisschen länger, es ist also nicht wie immer planlos. Aber wie gesagt, das findet ihr nachher in den Videobeschreibungen. Ja, wir werden uns jetzt erstmal gleich einen männlichen Charakter erstellen, weil ich allein schon dieses Dead Man schon besser finde als Dead Woman. Und wir sind dann natürlich ein ordentlicher Kerl, dementsprechend sollten wir in der Hinsicht das eigentlich auch geschafft kriegen. Jetzt müssen wir erstmal kurz laden, bis wir auf dem Server drauf sind. Unser Server hat die Angewohnheiten, um 12 Uhr mittags und um 12 Uhr nachts einmal sich zu resetten.
Also da fährt er einmal sich kurz runter und dann wieder hoch. Ist eigentlich für die Performance ganz interessant. Und ja, ich kann eigentlich schon mal gleich mit auf die Welt von Konen eingehen. Wir haben gleich die Auswahl zwischen 5 Göttern, die wir nehmen können. Keine Sorge, wir können insgesamt alle Götter lernen, weil alle Götterschreine sind vertreten im Spiel. Das vorweg. Ich werde diese Schreine auch definitiv einen nach dem anderen besuchen. Aber jetzt scheint es erstmal soweit zu sein, dass wir den Charakter erstellen können. Mal eben kurz gucken. Weil ich habe mich gerade auch keinen Spielsound mehr. Ja, und wir sind am Kreuz genagelt. Wie gesagt, wir können uns zwischen männlich und weiblich entscheiden. Wir wollen natürlich männlich sein. Ihr könnt natürlich hier drüben auch noch jederzeit wieder hin und her wechseln. Ihr kennt das ja von der Charakterstellung. Dann suchen wir uns jetzt erstmal ein schönes Völkchen aus. Wir haben hier ein bisschen was zur Auswahl. Die sehen alle so ein bisschen anders aus. Und alle haben auch einen eigenen speziellen Text. Wir sind beispielsweise Hyborianer, Stygier, Chimerier. Und alle haben natürlich ihre einzigartigen Vorteile. Also in der Regel spiele ich beispielsweise immer gern, ein Chemie, ein Chemiet, weil sie die besten Bogenschützen sind. Aber leider, um Gottes, kann ich es auch ganz ehrlich sagen, ich werde auch wieder ein Chemiet nehmen, aber das Bogenbild kann ich erstmal nicht mehr benutzen, weil das Bogenbild leider für einen Eimer geworden ist, seitdem das Spiel released worden ist. Was ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her ist. Es ist zum 1. Mai released worden. Und ja, jetzt ist mehr oder weniger der 4. oder 5. Juli, wenn ihr das seht. Dementsprechend habe ich mir einen Monat Zeit gelassen, damit ich nicht unbedingt mit auf der großen Halbwelle mitschwimmen muss. So, also wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Chemiet. Normalische Chemieten sind berüchtigt, geschickt mit dem Bogen, Doppelzüngigkeit als Händler, bla bla bla. Dann haben wir unsere Religion. Da haben wir relativ viele. Also wir haben hier einmal Krom. Krom war ja auch beispielsweise in Konen der Barbar, die Hauptgottheit von Konen. Aber, naja, gucken wir uns mal an. Dann hätten wir hier einmal unseren Mitra. Mitra ist Heilung und Licht. Bei der Mitra können wir beispielsweise Ambrosia herkriegen. Die heilt uns. Dann hätten wir natürlich Set. Der Set-Altar bringt uns eigentlich einen sehr schönen Vorteil mit den Bogenschützen, weil das Set-Altar hat Schlangenpfeile, die giftig sind. Das heißt, unsere Pfeile sind Giftpfeile und richten zusätzlichen Giftschaden an. Und wir haben natürlich noch ein Gegengift, was wir produzieren können. Das heißt, wir können uns beispielsweise von Vergiftungen heilen. Dann haben wir hier Jock. Jock ist der Kannibale. Wir schlachten Menschen, können das Zeug verarbeiten, können daraus gesegnetes Fleisch machen. Für den Anfang eigentlich nicht schlecht, aber ich persönlich bin nicht so der Jock-Freund. Dann haben wir die Frostriesen. Die Ymir, zu denen habe ich leider keine Informationen. Die habe ich bis jetzt noch nie gefunden, beziehungsweise noch nie bespielt. Und als letztes hätten wir hier dann natürlich den Deketo. Deketo ist eine, ja, ich nenne es mal ganz vorsichtig, eine Priesterin der Geschlechter, sprich des Hex. Das Problem ist bloß, ihr Körper ist menschlich, aber sie ist eigentlich untot. Bei ihr kriegen wir beispielsweise, können wir aus giftigen Klamotten, ich glaube Honig gewinnen. Und mehr weiß ich über sie leider auch nicht. Und da hätten wir natürlich zum Kronenabschluss noch Krom. Und da wir ja am Barbar sind, wir werden erstmal Krom nehmen. Vor allen Dingen, wir können, wie gesagt, alle anderen Religionen im Spiel noch lernen. Dann hätten wir die Stimme. Death is coming. Cut me down, please. The gods are watching. Cut me down, please. Death is coming. Was will ich denn spielen? Gebildeter, verzweifelt? Cut me down, please. Death is coming. Ich glaube, verzweifelt.
Das Spiel ist zwar komplett in Englisch gehalten, von den Dialogen her, aber wir haben deutsche Synchro unten drunter laufen. Das heißt, ihr könnt in aller Ruhe mitlesen. So, jetzt gucken wir uns mal um die Kopfbemalung. Wir sind natürlich ein bisschen so. Haare. Wir brauchen auf jeden Fall Haare. Also gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir so an Haaren haben. Was uns davon gefallen könnte. Irokese. Halbglatze. Komplettglatze. Hey, Zottel. Ja, Zottel sieht gut aus. Dann schauen wir mal weiter. Ja, die passen auch ganz gut. Dann kommt natürlich die Gesichtsbehaarung. Sollte nicht so viel von seinem Haar abweichen, weil das sieht immer ein bisschen komisch aus. So, mal gucken, was für ein Bart wir nehmen. Na toll, die sind alle irgendwie ein bisschen scheiße. Ja, ich glaube, wir nehmen gar keinen Bart. Ja. Milchbubi-Gesicht. Augen mache ich mal grün. Und dann geht es weiter zu den Gesichtsdetails. Also wie ihr sehen könnt, der Charaktereditor ist nicht unbedingt so umfangreich, wie man meistens denkt. Die Körpermaße, wir sind ein bisschen kleiner als ein typischer Barbar. Maximale Nacktheit ist auf unserem Server ausgestellt, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust habe, mich nachher mit YouTube zu streiten. Weil, naja, YouTube reagiert auf Geschlechtsorgane, die man hier so präsentiert, relativ empfindlich. Und ich möchte natürlich nicht, dass das Video unter die Zensur fällt. So. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Charakter wird erstellt. Als allererstes, wenn ihr hier auf euren Steam-Namen klickt, der hier zu finden ist, darüber könnt ihr euren Namen umändern. Das weiß nicht jeder, das wird auch nicht unbedingt erklärt, aber ihr könnt euren Namen dahingehend ändern. Und ihr kennt mich ja. Schattenwolf ist ja eigentlich mein Username und ich glaube, in der Hinsicht werde ich auch Schattenwolf54 auf dem Server bleiben. Ich hatte ja damals, wie gesagt, immer ein paar Tipps gekriegt bezüglich der Namen, weil das hatten wir in Herr der Ringe mit der Charakterwahl, beziehungsweise dass ich da doch auch meinen Username mit reinsetzen sollte. Dementsprechend bleibt es einfach bei Schattenwolf54 als Spieler. Und dann wollen wir mal unser Charakter erstellen. Wir sind Chemit. Wir sind Schändung eines Tempels. Cool, ich habe einen Tempel geschändet und das, obwohl ich keinen Gott habe. Besudeln einer Statue. Na, ich glaube, da habe ich wogegen gepinkelt. Überspringen von Kombos. Okay, dazu kann ich nichts sagen. Wer diesen Körper, egal ob lebend oder tot, vom Kreuze entfernt, wird gemeinsam mit allen Mitgliedern seiner Familie zu Tode geschunden. Na gut, ich hänge schon am Kreuz. Vor allem, ich finde das schon relativ eklig, dass ich hier mit Ringen schon gepierst bin. Aber wir wollen jetzt erstmal unseren Charakter erstellen. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thank you.
thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Ja, wie ihr gesehen habt, Kunin hat uns vom Kreuz geholt und im Gegensatz zu ihm haben wir ein gewisses magisches Armband, was wir tragen, was uns hindert, den Geisterwald zu durchstreiten. Der Geisterwald ist in Kunin Exiles die natürliche Barriere, durch die wir nicht durch können. Und ja, unsere Hauptaufgabe in diesem Spiel ist es eigentlich, unser Armband über das normale Abbauen, also über die normalen Suchen- und Finden-Aufgaben, loszuwerden. Gut, wie funktioniert das Spiel jetzt? Es ist prinzipiell wie jedes andere gute Survival-Spiel. Wir leveln, indem wir einfach irgendwelche Sachen tun. Wie ihr jetzt oben an diesem weißen Balken sehen könnt, kriege ich die Maus kurz rein. Ah, shit. Jetzt bin ich schon ausgewichen. Jetzt habe ich getreten. Das sind jetzt sogenannte Achievements oder Reisefortschritte. Ich bin jetzt einmal kurz ins Inventar, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier eine Wasseranzeige, hier ist unsere Nahrungsanzeige, unser Leben. In Rot und in Gelb ist unsere Ausdauer. Wie ihr sehen könnt, wir können schon so ein bisschen was craften. Wie einen Wasserschlauch, eine Fackel, eine Bettrolle und die erste Ausrüstung. Die Ausrüstung brauchen wir Pflanzenfasern, diese können wir sammeln. Und Attribute. Unsere Attribute sind nachher unser Talentbaum sozusagen. Wir haben hier verschiedene Perches, die wir aktivieren können. Wie ihr hier auf der rechten Seite seht, können wir beispielsweise Stärke mit 10 Punkten investieren. Wir können insgesamt 50 Punkte rein investieren. Also wir können 50 Punkte reinsetzen, es kostet uns nachher mehr. Wir haben jetzt einen Punkt, hier könnten wir beispielsweise in Stärke investieren und wir brauchen aber 10. Und dann richten wir beispielsweise bei einer Schlägerei mit stumpfen Waffen 100% mehr Schaden an. Das ist nachher sehr interessant, wenn wir unsere Gegner beispielsweise betäuben wollen. Und dementsprechend haben wir dann noch Beweglichkeit, Vitalität für mehr Leben, Präzision, wenn ihr mit dem Bogen kämpfen wollt, Stehvermögen, damit wir nicht sofort umgeworfen werden, die Belastung, wie viel wir tragen können und das Überleben, oh, wie gut wir abgehärtet sind. Und dann haben wir hier natürlich noch verschiedene Talente. Wir haben hier ein Bausystem. Es ist relativ aufgebaut wie beispielsweise das in Ark. Wir setzen unsere Steinfundamente, an die Steinfundamente setzen wir Wände, auf die Wände setzen wir Decken oder Dächer. Wir brauchen Türen, wir haben Fenster, wir haben hier nachher noch verschiedene Ausrüstungen, Kisten, Kochen und das steigert sich. Das sind jetzt hier sozusagen die Oberattribute und wenn wir dann beispielsweise niedriger gehen, wir haben hier verschiedene Dekorationsspezialisierungen, die wir nachher dann bauen können. Wir überleben die vereinzelten
Werkbänke, wir haben nachher eine Gerberei, Schmiede, Zimmerleute, Feuerschale, Meilenstein, das sind alles Sachen, die wir nachher fürs Handwerk brauchen. Aber jetzt wird's interessant, die Reise. Wir haben hier insgesamt, lass mich runterscrollen, 10 Kapitel. Jedes Kapitel enthält 2, 4, 6, 8, 10 Fortschritte. Das heißt, wir haben insgesamt 10 mal 10 macht 100, 100 Fortschritte. Die Fortschritte im ersten Bereich sehen wir beispielsweise. Wenn wir diese Fortschritte einmal gemacht haben, wie beispielsweise treten, ausweichen, erhalten wir EP. Diese EP können wir nachher halt investieren, um im Level aufzusteigen. Dann haben wir beispielsweise spürt intelligentes Leben auf, stellt ein Werkzeug her. Zum Sieg, das wäre der erste Kampf, beziehungsweise rüstet eine Waffe aus und benutzt deine Fäuste, um einem Feind Schaden zuzufügen. Ankleiden kriegen wir auch automatisch. Bett oder Bettzeug herstellen kriegen wir auch automatisch. Essen, trinken, extra kauen und natürlich noch klettern. Also wenn wir jeweils einmal dieses Achievement machen oder eins mal ausführen, kriegen wir XP. Dies sehen wir dann hier oben in der obersten linken Ecke. Dieser kleine weiße Balken, das ist unser XP-Balken. Dann wollen wir jetzt mal kurz losrennen. Das hier ist unser erster sprechender Stein. Das gehört mit zur Geschichte. Wir haben jetzt die schlechte Straße gefunden. Es gibt insgesamt 5 schlechte Straßen. Jeweils hier, 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 hier und ich glaube hier ist noch eine. Das sind jeweils eure Spawnpunkte auf dem Server. Wenn ihr sterben solltet, kein Bett haben, erscheint ihr immer hier. Das ist der südlichste Punkt der Karte. Und ja, unser Ziel ist es, irgendwo in diesem Bereich einen Stützpunkt aufzubauen. Hier unten ist sozusagen der Anfängerbereich. Hier haben wir Steine, Wasser, wie ihr hier sehen könnt, Holz und Nahrung. Aber ich möchte gleich ein bisschen weiter rein vorstoßen, weil ich möchte gleich zur nächsten wichtigen Ressourcenquelle, nämlich das Eisen. Aber wie ihr sehen könnt, mir geht allmählich das Trinken aus und das Essen, weil wenn das auf Null ist, sterbt ihr auch. Deswegen hören wir uns jetzt in aller Ruhe erstmal den Stein an und ich gehe schon mal weiter und sammle in der Zeit ein paar Pflanzenfasern. Behold, Bonded One, the very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways, by the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. Cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Ja, die sprechenden Steine. Die sprechenden Steine wurden vom Urvolk hier aufgestellt und die geben uns beispielsweise, können sie Rezepte geben oder noch andere nützliche Informationen. Zum größten Teil sagen sie uns aber, was für eine Ehre es ist, dass wir genau hier gerade sind. Warnen uns in diesem Fall beispielsweise vor der Barriere, die hinter uns ist. Die könnt ihr beispielsweise an diesem Turm da hinten erkennen. Jetzt hier in der Mitte, wo die Mitte ist. Das ist einer der Barrieretürme. Wenn ihr da zu nah dran seid, ist das sehr, sehr, ich sag's mal vorsichtig, ungesund. Und es wundert mich eigentlich, ich müsste jetzt eigentlich einen Wasserschlauch gefunden haben. Aber ich gucke einfach mal weiter. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Aber normalerweise wird man damit versorgt am Anfang. Ja, ich muss dran vorbeigerannt sein. Ich gucke noch mal ganz kurz. Und ansonsten muss ich gleich zusehen, dass ich wirklich in die Wüste komme. Beziehungsweise weiter vorankomme, weil sonst bin ich gleich wirklich verdurstet. Und das wäre doch ein schönes Auftakt zum Let's Play. Man kommt rein und verdurstet. Ja, hier bin ich dran vorbeigelaufen. Wenn ihr hier an der Straße startet, bei den Skeletten hier, leider kann ich die Waffen nicht nehmen. Aber ich kann hier den Wasserschlauch nehmen. Und diese Nachricht. I am beaten, left to rot among the ruins of the past. There are others here, slaves, bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of.
Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun of the glittering spires of Belverus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Ja, aus der Nachricht haben wir jetzt beispielsweise erfahren, dass wir die Überbleibsel eines anderen Verbannten gefunden haben, der freiwillig durch den Geisterwall getreten ist, um zu sterben. Der hat uns auch gleichzeitig glücklicherweise was zu trinken dagelassen. Das können wir gleich mal aktivieren. Hier unten habe ich auch noch ein paar Käfer gefunden. Das ist unser erstes Essen. Und das sind wir oben rechts sehen können wieder zwei Perks. Nämlich einmal Perk 7 mit Essen. Das heißt, wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Und als nächstes trinke ich noch einen Schluck. Damit haben wir auch den Perk erledigt. Wir haben was getrunken. Klettern können wir auch ganz einfach erledigen. Wir gehen einfach an diese Steinwand und springen einmal und halten dann mit der Pfeiltaste dagegen. Dann können wir hier hochklettern. Wir sehen können, das verbraucht Ausdauer. Und wenn wir loslassen wollen, steht unten rechts einfach mal C und wir sind weg. Hier hätten wir unseren ersten Gegner, ein Fledermaus-Dämon, aber der tut uns glücklicherweise nichts. Der ist überrascht, dass wir kommen und haut einfach mal ab, obwohl er eigentlich stärker ist. So, hier haben wir dann eine menschliche Leiche. Hier können wir leider nichts mit anfangen, aber er hinterlässt uns wieder ein Tagebuch. Gods cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Ja, in dieser Nachricht wurden wir beispielsweise vor dem Sandsturm gewarnt. Den haben wir vorhin schon einmal gesehen im zweiten Spiele-Intro, beziehungsweise im eigentlichen Intro. Der ist eigentlich in der Hinsicht für uns, bis wir eine bestimmte Ausrüstungsstufe erreicht haben, tödlich. Aber wir sind hier in der Wüste, hier am Rande kommt der nicht. Ich kann euch einmal kurz sagen, also der Sandsturm fegt eigentlich immer von diesem Bereich bis zu diesem Bereich durch. Also in diesem Bereich kommt der, da kriegen wir den Schaden ab, wenn wir nicht geschützt sind. Aber dafür sind wir ja hier. Wir können uns schützen, aber wir sollten halt diesem Sandsturm aus dem Wege gehen. So, als nächstes müssen wir uns ankleiden. Ich habe jetzt inzwischen hoffentlich genug Pflanzenfasern gesammelt, dass ich uns einmal das komplette Set herstellen kann. Pflanzen, Schuhe, Hose, Oberteil und Schultern. Das wird jetzt einmal in aller Ruhe durchgecraftet. Gibt gleich wieder EP. Und zwar nicht zu knapp. Damit haben wir den Perk Ankleiden erledigt. Und wir gehen gleich weiter zum nächsten Perk, nämlich ein Werkzeug herstellen. Wir brauchen nämlich Spitzhacke und Steinaxt. Das ist wie gesagt wie bei Ark. Wir brauchen erstmal eine gewisse Grundausstattung, die wir relativ einfach zusammenzimmern. Und dann sind wir eigentlich auch schon im bewohnten Lande, wenn wir jetzt ein bisschen weiter gegangen sind. Wir können prinzipiell überall raufklettern. Ah, ich höre hier auch ein paar Gegner. Hier unten hätten wir beispielsweise unsere erste grüne Oase. Jetzt fertigen wir beispielsweise gerade das erste Werkzeug an. Und es gab wieder EP. Damit hätten wir hier eine Steinaxt. Wo bleibt denn die Spitzhacke?
Die hätte ich doch auch noch in Auftrag gegeben. Naja, wir sehen können, Kopf können wir erstmal nicht herstellen. Das haben wir leider nicht in der einfachen Rüstung. Aber wir gucken uns jetzt mal die Attribute an. Dadurch, dass wir Nahkämpfer sind, wir Stärke brauchen, würde ich sagen, investieren wir erstmal alle Punkte in die Stärke. Dann gucken wir mal bei den Talenten, vor allem unter Waffen, damit wir erstmal ein Steinschwert kriegen. Damit haben wir einen Punkt ausgegeben, das ist auch noch ein Perk, Wissenspunkt investieren. Und somit können wir eine Waffe bauen. Das hätten wir dann einmal hier unten mit. Dafür brauchen wir 20 Steine. Wir haben 17 und Zwirn. 5 Zwirn. Ein Zwirn wird aus 3 Pflanzenfasern hergestellt. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt hier noch eine Spitzhacke. Das heißt, wir können relativ zügig unseren Krams hier abbauen. So, gesagt, getan. Das heißt, wir craften uns jetzt unser Schwert. Und werden jetzt erstmal zum Wasser durchsprinten, weil wir dringend was zu trinken brauchen. Aber erstmal gibt es wieder EP, weil wir das Schwert hergestellt haben. Und wie ihr gesehen habt, fast komplett voll. Und das brauchen wir auch. Wir werden nämlich gleich von einem Imp angegriffen. Nervige kleine Zeitgenossen. Können eigentlich nichts, sind aber nervig. So, zum Sieg haben wir auch abgeschlossen, unseren ersten Gegner besiegt. Und wir können natürlich die Jungs auch verarbeiten. Die haben uns jetzt 4 Wildfleisch gegeben, das können wir beispielsweise über ein Lagerfeuer kochen. Oh, ein Sprengimpt. Der ist rot, der hat die Eigenschaft, in die Luft zu gehen. Können wir auch verarbeiten, wir holen uns erstmal das Fleisch raus. Oder Tierhaut, können wir auch gut gebrauchen. Aber jetzt sprinten wir erstmal durch zum Wasser und trinken einen Schluck. Wie ihr hier sehen könnt, das ist beispielsweise ein Stützpunkt, den hier ein anderer Spieler gebaut hat. Ich werde, wie gesagt, an der Stelle weiterziehen. Das ist hier nicht meine Baustelle. Uah, vor Krokodil Dundee habe ich ein bisschen Angst. Ich werde jetzt auch nichts an den Klamotten machen. Nanu. Memory Arrow. Na, das ist nicht gut. Ja, ich würde da mal sagen, das Spiel ist mir an der Stelle einmal abgeraucht. Ja, ich würde sagen, wir hätten auch, glaube ich, die passende Zeit zusammen. Dann würde ich sagen, ich starte das Spiel einmal neu und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.